Am Montag wurde mit dem symbolischen Spatenstich am Schloss Wolkenburg der Baubeginn des geförderten ersten Breitbandprojektes des Landkreises Zwickau gestartet. Vorrangig werden die sogenannten weißen Flecken im Glasfaser erschlossen. Dafür werden über 800 Kilometer Tiefbautrasse hergestellt und 5000 Kilometer Glasfaser verlegt. Selten werden Spatenstiche in einem so schönen Rahmen vorgenommen. Gleich neben dem Schloss Wolkenburg machten sich Landrat Carsten Michaelis und Geschäftsführer der 1 Energie in Sachsen GmbH und Co. KG Roland Warner bereit für den symbolischen Akt. Aber ich freue mich, dass wir heute wirklich zum Baubeginn des ersten geförderten Breitbandprojektes im Landkreis Zwickau zusammenkommen dürfen. Vor allen Dingen darf ich auch den verantwortlichen Beigeordneten Mario Müller hier ganz herzlich an der Stelle begrüßen. Anlass des Projektes ist natürlich der Bedarf unserer Bürgerinnen und Bürger des Landkreises und der Unternehmen an einem leistungsfähigen und vor allen Dingen nachhaltigen Internetzugang. Heute redet man mittlerweile natürlich auch zwangsläufig über Infrastruktur und meint schon lange nicht mehr Straßenwege und Plätze. Die erforderlichen Bandbreiten für eine reibungslose Internetnutzung wachsen stetig an. Auch wenn wir jetzt über das Weiße Fleckenprogramm aktuell noch sprechen, sind mittlerweile schon ganz andere Dinge im Hintergrund am Vorbereiten. Es soll daher eine uneingeschränkte Nutzbarkeit digitaler und vernetzter Anwendungen nicht nur heute, sondern auch in Zukunft sichergestellt werden. Diesem Ziel kommt der Landkreis mit dem heutigen Baustart für ein nahezu landkreisweites Glasfasernetz in einem großen Schritt näher. Das Glasfasernetz wird eine zuverlässige Versorgung der anzuschließenden Adressen, wir sprechen also von Adresspunkten, darstellen. Die Bandbreiten werden 1 Gigabit pro Sekunde im Downstream ermöglichen. Zudem erhalten bestimmte Gewerbegebiete, Schulen, Bildungseinrichtungen Anschlüsse mit 1 Gigabit pro Sekunde symmetrisch, also auch im Upstream. Ohne die Förderung durch Bund und den Freistaat Sachsen wäre das Projekt überhaupt nicht ansatzweise vorstellbar. Deswegen mein ausdrücklicher Dank heute an die Fördermittelgeber und an die dort Beteiligten für deren Ansatz und Unterstützung. Also Bund und Land fördern am Ende 100%, mit Eigenmitteln wäre das auch durch den Landkreis so gar nicht möglich. Leider war es den Vertretern von Bund und Land heute nicht möglich, dabei zu sein. Die Fördersummen gemäß der aktuellen Förderbescheide belaufen sich seitens des Bundes auf rund 78 Millionen Euro und seitens des Freistaates auf rund 63 Millionen Euro. Das sind also Summen, die in Dimensionen schweben, die man wirklich nicht alltäglich damit zu tun hat. Und nicht umsonst sprechen wir im Landkreis auch vom größten Investitionsprojekt seit Bestehen des Landkreises. In den Ausschreibungsverfahren zur Vergabe der Förderung hat sich die 1 Energie in Sachsen mit dem besten Angebot durchgesetzt, nicht mit dem preiswertesten, aber mit dem besten Angebot. Seither erfolgen durch die 1 Energie in Sachsen umfangreiche Planungen und Anpassungen, die unter anderem den heutigen Baustart ermöglichen. Ja, die weißen Flecken in der Region werden jetzt zum großen Teil überwiegend verschwinden, weil wir jetzt hier im Landkreis Zwickau beginnen, im Kreis Limbach-Oberfrohna mit den Bauarbeiten. Und wir werden jetzt viele Menschen und Bewohner mit Breitband erschließen. Probleme sieht Roland Warner keine. Allerdings gab es Verzögerungen. Es gibt keine Probleme. Die Verzögerungen sind dem geschuldet, dass das natürlich ein Förderprojekt ist und viele Details mit dem Fördermittelgeber zu klären sind. Insbesondere sind die Adresslisten, also welches Haus wird konkret gefördert. Das war ein großer Aufwand, bis wir diese Adresslisten abgeglichen hatten. Ja, da sind einige tausend Adressen. Und dann wird diskutiert, ob es weiße oder graue Flecken sind. Sprich, weiße Flecken werden zu 100% gefördert und graue Flecken nur zum Teil. Und diese mehrere tausend Adressen abzugleichen, macht natürlich am Ende viele Millionen Fördervolumen aus. Und das hat einfach Zeit gekostet. Bis zum 1. Oktober 2026 soll das Breitbandprojekt abgeschlossen sein.